für uns. Alle unsere schlechten Taten bedeuten nichts. Es wird fantastisch werden. Du kannst alles tun. Wir sind am Arsch. Wir sind allein. Du weißt im Moment nicht, was Wirklichkeit ist und was nicht. Jemand tut schlimme Dinge. Jemand tötet meine Freunde. Ich muss ihn finden. Wir können es nicht stoppen. Doch können wir. Aber du musst mir helfen. Menschen ermorden ist kein Spiel. Sag ihm, ich komme ihn holen. Seid gegrüßt, liebe Serienfreunde. Mit Kiss Me First startet nicht etwa, wie der Titel zunächst vermuten ließe, auf Netflix bald eine schnulzige Liebeskomödie, sondern ein dramatischer Thriller, in dem Virtual Reality eine große Rolle spielt. Worum es genau geht und ab wann die Serie zu sehen sein wird, das verraten wir euch jetzt. Im Mittelpunkt der Geschichte von Kiss Me First befindet sich die 17-jährige Layla, die nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter einen Weg finden muss, um allein mit ihrem Schmerz klarzukommen. Teilen kann sie diesen leider nämlich nicht groß mit anderen, denn sie lebt eher zurückgezogen und hat auch nicht wirklich echte Freunde im Leben, die ihr durch diese schwere Phase helfen könnten. Und so flüchtet sie sich kurzerhand immer mehr in die virtuelle Welt des Online-Spiels Xena. Dort schlüpft sie in einen personalisierten Avatar namens Shadowfax und taucht mittels Virtual Reality Brille in eine Welt ein, in der nicht nur alles möglich erscheint, sondern die sie auch, ja, durch allerhand Abenteuer vom Schmerz über den Verlust ihrer Mutter ablenkt. In der realen Welt stark suizidgefährdet, blüht der Teenager geradezu auf in der fantasievoll gestalteten Umgebung. Und so verbringt Layla tatsächlich dort bald auch weitaus mehr Zeit als im realen Leben. Eines Tages lernt sie in Xena das gleichaltrige Mädchen Tess kennen, welches sich in der virtuellen Welt Mania nennt. Das impulsive Partygirl ist zwar das komplette Gegenteil von der introvertierten Layla, aber ihr ahnt es schon, Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Und so lädt Tess Layla in einen exklusiven Bereich des Spiels ein, in welchem eine Gruppe namens Red Pill anderen Dingen nachgeht, als der Story des Games zu folgen. Was genau die Gruppe tut, wird jedoch noch nicht sofort klar. Wir erfahren aber, dass der charismatische Anführer namens Adrian den Bereich umprogrammiert hat, um reale Gefühle zu erlauben, die über illegale Halsbänder namens Sensebands empfangen werden können. Zudem lernen sich Tess und Layla auch im wahren Leben kennen, doch durch die nun auch online empfundenen Gefühle wie Schmerz, Trauer, Liebe oder Freude verschwimmt die Grenze zwischen der realen und der virtuellen Welt immer mehr. Letzten Endes verschwindet Tess urplötzlich von der Bildfläche und Layla schlüpft kurzerhand in dessen Avatar Mania und übernimmt ihre Identität, um in der virtuellen Welt nach Antworten für ihr Verschwinden zu suchen. Ihre Angst um die neu gewonnene beste Freundin ist auch nicht ganz unbegründet, denn um Layla herum sterben plötzlich auch weitere User. Der dramatische Online-Thriller basiert auf dem Roman Ich bin Tess von der britischen Schriftstellerin Lottie Mockach und besteht aus insgesamt 6 Episoden mit einer Spielzeit von jeweils einer Stunde. Hierbei handelt es sich wieder einmal um eine Co-Produktion zwischen dem britischen Sender Channel 4 und Netflix, was ja bereits oftmals der Fall war, letztmalig bei der Schwarzmorgen-Serie The End of the Fucking World. Wie auch schon bei dem gefeierten Vorgänger, wurde auch bei Kiss Me First bereits vor der weltweiten Veröffentlichung auf Netflix die Serie im britischen TV erst ausgestrahlt. Und nun zieht der Streaming-Gigant nach und veröffentlicht am 29. Juni alle 6 Folgen zum Bingen auf einmal. Stilistisch ist das Virtual-Reality-Drama ähnlich wie der erst kürzlich erschienene Film Ready Player One oder das Oscar-prämierte Meisterwerk Avatar eine Mischung aus computeranimierten Sequenzen und Live-Action-Szenen. Showrunner ist Brian Elsley, der zuvor bereits für die britische Erfolgsserie Skins verantwortlich war. Die Hauptrolle der 17-jährigen Layla hat die aufstrebende Nachwuchsdarstellerin Tallulah Haddon übernommen, die gerade erst an der Seite von Tom Hardy in der düsteren BBC-Serie Tabu zu sehen war. Wir sind einmal mehr gespannt darauf zu erfahren, ob ihr von der Serie bereits gehypt seid und schon sehnsüchtig dem Start entgegenfiebert oder bisher noch gar nichts von dieser neuen Virtual-Reality-Serie gehört hattet und euch der Trailer jetzt auch nicht sonderlich gecatcht hat. So oder so, lasst es uns unten in einem Kommentar wissen. In diesem Sinne, möge der Stream mit euch sein. Bis bald.